Marco, unentschieden gegen Augsburg. Dein Kapitän hat gemeint, Augsburg ist als Favorit reingegangen, unentschieden. Ja, wie zufrieden bist du jetzt mit dem Ausgang und wie hast du das Spiel erlebt und gesehen? Also ja, wie man schon von der Tabelle sehen kann, ist Augsburg höher und eigentlich auch besser als wir. Aber wir haben dann gezeigt, dass wir auch auf dem Platz und im Kampfgeist eigentlich deutlich besser sind als sie. Und ja, dann durch unsere Tore hat man auch gesehen, dass wir trotzdem den Kampfgeist haben, nicht aufzugeben. Ja, zufrieden mit eurer Leistung insgesamt und mit deiner eigenen? Du hast ja ein Tor geschossen. Ja, also natürlich, wir sind zufrieden, wenn wir gegen Augsburg unentschieden spielen. Und mit meiner bin ich auch eigentlich ganz okay. War's. Man könnte noch ein paar Tore machen, also dass man gewinnt. Aber ja, eigentlich war das ganz gut. Was sagst du zur Gesamtsituation? Wie seid ihr jetzt aufgestellt? Seid ihr bei 100% und so weiter? Ja, man sieht von der Tabelle aus, dass wir ganz weit unten sind. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, eher weiter oben zu sein. Und deswegen geben wir jetzt jedes Training Gas und jedes Spiel werden wir das Maximum tun. Ja, nächstes Spiel, Derby gegen VfB. Und was sagst du noch zum weiteren Verlauf, zu der Zukunft? Also wir haben jetzt ein Wochenende spielfrei. Und das heißt, zwei Wochen lang im Training Gas geben, dass wir gegen Stuttgart gewinnen. Im Hinspiel haben wir hier knapp unentschieden gespielt, aber waren deutlich die bessere Mannschaft. Aber ja, jetzt geben wir alles dafür, dass wir gewinnen im Derby. Marco, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön.